Ja, und jetzt freue ich mich ganz besonders, dass er hier bei mir in unserer Rapid-Viertelstunde ist, einen Tag nach der Vertragsunterzeichnung. Ich beginne jetzt das Interview, Steffen, mal so. Platz 2 bei der Krone-Wahl, Platz 2 bei der Wahl zum Rapidler des Jahres hinter Florian Kainz, aber für mich jetzt Platz 1, du hast den Vertrag verlängert. Also persönlich freue ich mich mal riesig, aber ich möchte jetzt ein bisschen wissen und ich glaube auch unsere Zuseher, wie entscheidet man das, dass man jetzt sagt, und jetzt hänge ich ein Jahr dran nach so einer langen, erfolgreichen Karriere? Ja, natürlich haben wir sehr lange Gedanken gemacht und habe mir das wirklich gut überlegt und bin jetzt einfach zu dem Entschluss gekommen, dass ich körperlich noch einfach topfit bin, dass es mir gut geht und dass mir das Spielen mit den Jungs sehr viel Spaß macht. Und daher war die Entscheidung auch eine einfache dann für mich. Hat es ein bisschen zu tun auch mit dem neuen Stadion, dass man sagt, dort möchte ich natürlich jetzt auch drinnen spielen? Ja, es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, es wäre mir wurscht, aber wenn es mir nicht gut gehen würde, dann würde ich nicht weiterspielen, sondern der hauptausschlaggebende Punkt war sicher mein körperlicher Zustand und der ist gut und deswegen freut es mich, dass ich noch ein Jahr bei diesem Verein spielen darf. Wenn man so eine Entscheidung trifft, dann muss es ja auch eine, sag mal, konkrete Alternative geben. Weil man lebt ja nicht in den Tag hinein und sagt drauf, man hat nichts in der Hinterhand. Gäbe es eine konkrete Alternative oder hat es die bei dir gegeben? Ja, es ist bekannt, dass ich nach meiner aktiven Karriere weiter beim Verein beschäftigt bin. Das wäre die Alternative gewesen und das ist auch eine sehr spannende Aufgabe, aber da müssen wir jetzt noch mindestens ein Jahr warten. Ganz wichtig, wie weit ist in so einer Entscheidungsfindung nach so vielen Jahren, wie weit ist die Familie so quasi im Mitspracherecht? Geht man da zur Gattin, sagt man, was hältst du davon oder ist das schon eine Entscheidung, die du alleine triffst? Ja, im Endeffekt muss ich es alleine treffen, aber es ist schon so, dass meine Frau zu mir gesagt hat, dass ich verrückt wäre, wenn ich jetzt aufhören würde, weil sie sieht ja auch, dass bei mir ganz gut gelaufen ist und dass es mir gut geht und deswegen hat sie mich da voll unterstützt, wie immer. Du wirst jetzt in die wievielte Saison gehen? Wir ziehen ein halbes Jahr ab, aber ich kann mich erinnern, 2002 bist du zu Rapid gekommen, das heißt, du gehst jetzt in die 14. Saison. Was war in diesen Jahren so das Herausragende für dich, wo du sagst, das werde ich nie in meinem ganzen Leben vergessen? Ja, da waren einige Highlights dabei. Angefangen hat in Kasan, das war sicher ein Spiel, das man nie vergessen wird. Dann der Meistertitel 2-5 war etwas Besonderes. Das 7-0 in Salzburg war ein unglaubliches Spiel. Der zweite Meistertitel natürlich die Champions League und auch das letzte Jahr war richtig toll und mit dem Überwintern in der Europa League ist uns da auch etwas ganz Tolles gelungen. Jetzt ist dieses 14 Jahre eigentlich unvorstellbar in der jetzigen Zeit. Spieler kommen, Spieler gehen, Spieler zeigen ein halbes Jahr, ein Jahr, dass sie tüchtig sind, dass sie gut sind und dann kommen die Gespräche mit den anderen Clubs, kommen die Angebote. Was war der Grund? Warum hast du dich so mit Rapid verwurzelt? Ja, es taugt mir einfach. Der Verein, das Miteinander im Verein und ist etwas ganz Spezielles. Und das versuche ich auch den Jungs zu erklären, dass es nicht überall anders besser ist wie hier. Und bei mir war es genauso. Ich war dieses halbe Jahr bei 60, wo eigentlich alles schiefgegangen ist, was schiefgehen kann. Und dann bin ich wieder hierher zurückgekommen, was sicher eine spannende Entscheidung von mir war, weil es noch andere Alternativen gegeben hätte. Und es gab dann auch immer wieder Anfragen, aber es war eigentlich dann so, dass ich mir gedacht habe, das ist der Verein, wo ich hingehöre und möchte einfach da bleiben. Und so ist es auch gekommen. Bist du so ein echter Wiener geworden? Ich weiß nicht, ob es noch echte Wiener gibt, aber ich fühle mich hier wohl, ich fühle mich hier zu Hause und
ja, Wien ist eine tolle Stadt zum Leben. Muss man nicht irgendwo anders hingehen, nur auf Druck. Es beginnt die neue Saison mit dem Spiel gegen den WRC. Du bist leider nicht mit dabei. Ich kann schon ein bisschen Werbung machen. Steffen wird im Sektor A, im Familiensektor, Autogramme schreiben vor dem Spiel. Also die Kids sollen kommen, freier Eintritt für die Eltern 15 Euro, für Mama 15, für Papa 15. Also er wird Autogramme schreiben. Du bist nicht mit dabei beim ersten Spiel, aber grundsätzlich tolle Vorbereitung. Alles okay? Von mir persönlich, die Vorbereitung war in Ordnung. Ich denke, dass wir innerhalb der Mannschaft vielleicht ein paar Fehler zu viel gehabt haben, die angeschlagen waren immer wieder, die immer wieder Probleme gehabt haben. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, gehen wir gut vorbereitet in das Spiel und fangen hoffentlich mit 3 Punkten diese Frühjahrssaison an. Wir wissen alle, der Februar wird schon knallhart für uns und da wird sich auch einiges entscheiden. Valencia verliert gegen Barcelona 7:0. Denkt man daran, dass man sagt, das könnte für uns alles gut sein? Ich glaube nicht. Ich denke, wenn man gegen Barcelona spielt und dann schnell in den Rückstand gerät und eine rote Karte noch hat, dann wird es schwierig. Also dann möchte man nicht auf dem Platz stehen. Wieder ein anderes Spiel. Valencia ist, egal wie die Spiele bis dahin alle ausgehen, ist der haushohe Favorit. Und genauso werden wir in das Spiel gehen. Wir sind der Außenseiter, aber wir wollen unsere Chance nutzen. Ich sage danke für das Interview. Sage jetzt ehrlich, und das kommt vom Herzen, ich freue mich riesig und ich glaube mit mir gemeinsam viele, viele, viele Rapid-Fans, dass der Steffen Hoffmann ein weiteres Jahr bei Rapid spielen wird. Und wenn dann das Jahr vorbei ist, dann denkst du wieder nach und wenn es noch geht, freuen wir uns auf ein weiteres Jahr und wenn es nicht mehr geht, es ist bereits ein Platz in meinem Büro für dich reserviert. Danke, Andreas, danke. Das war sie, die Rapid-Viertelstunde auf W24. Wer heute nichts vorhat, es gibt jetzt nach der Rapid-Viertelstunde, Freitag, gibt es jetzt eine Party, und zwar von Forza Rapid. Das ist eine Rapid-Zeitschrift im Steakside. Und wir alle freuen uns natürlich, wenn wir uns sehen beim Spiel Rapid gegen den WRC. Einlass ins Stadion am Samstag 17 Uhr, Matchbeginn 18.30 Uhr. Dankeschön fürs Zuschauen, sagt Andi Marek. Und der Fußballgott. Ciao.